Heute ist er richtig nervös. Thomas Kipka ist eigentlich ein ruhiger und ausgeglichener Typ. Nein, die Generalprobe ist es nicht, die hatten wir schon längst. Jetzt wird's richtig ernst, jetzt geht er mehr in Operation. Das neueste Produkt seiner Firma, der Borgkopf, genannt Top Drive, läuft. Darauf haben sie hier alle gewartet. Rund 50 Käufer aus der ganzen Welt. Einige sind aus Russland und dem arabischen Raum zum Firmensitz nach Deutschland angereist. Die Ölbranche investiert. Der hohe Preis für ein Barrel Erdöl hilft. Ja, wir merken das ganz besonders. Wenn diese magische Grenze von 100 Dollar überschritten wird für den Ölpreis, dann fangen viele Unternehmen wieder an, neue Investments zu planen, neue Bohranlagen werden gebraucht. Und dann merken wir das natürlich auch. Dann fangen wir auch wieder an zu arbeiten und viele Bohranlagenaufträge kommen dann auch rein. Der weltweite Markt für Bohranlagen wird von US-amerikanischen Unternehmen dominiert. Der Maschinenbauingenieur und seine Kollegen haben es trotzdem geschafft, Fuß zu fassen. Mehr als 100 solcher Bohrköpfe von Bentec laufen weltweit auf den Erdölfeldern. Mit dem neuen Modell des Bohrkopfes kann das Bohrgestänge nicht nur geradeaus nach unten in die Erde getrieben werden, sondern auch horizontal. Sonst rechnen sich viele Bohrungen gar nicht. Der Produktmanager ist in Polen unterwegs. Im ganzen Land wird nach Schiefergaslagerstätten gesucht. Diese Bohranlage ist 50 Meter hoch und kostet rund 30 Millionen Euro. Es herrscht Sicherheitsstufe 1. Direkt am Bohrloch kann es bei plötzlich austretendem Gas zu Explosionen kommen. Dass ihm die Aufträge ausgehen, glaubt der Ingenieur nicht. Öl und Gas sind begehrt wie nie. Wir sind immer noch nach wie vor abhängig vom Öl und Gas und deswegen wird auch nach wie vor immer gebohrt werden. Nur es wird immer schwieriger. Die Bohrungen, die werden immer tiefer, immer mehr Leistung muss die Bohranlage fördern und dafür brauche ich auch besseres Equipment, was auch mehr Leistung bereitstellt. Zurück in den Nordwesten Deutschlands. Hier stehen noch alte Förderanlagen. Mit solchen einfachen Pumpen wurde früher einmal gearbeitet. Gas und Erdöl lagerten nicht weit unter der Erde. Aus dem Oman angereist ist Saif al-Husseini. Er ist für ein Ölförderunternehmen tätig, das bereits 13 Bohrtürme im Einsatz hat. Jetzt braucht er noch mehr Ölförderanlagen und ist auf der Suche nach der besten Technik. Er war jahrelang selbst Ölarbeiter und ist jetzt Produktionsmanager. Seine oberste Priorität, die Maschinen müssen laufen, egal unter welchen Bedingungen. Auch bei großer Hitze oder wenn ein Sandsturm vorbeizieht. Wenn es Ärger gibt, ist man hier schnell und einfach dabei. Sagen wir mal, ein Gebläse oder ein Waschrohr fällt aus, dann weißt du, die Jungs haben hier alles von A bis Z. Hier kriegst du alles aus einer Hand. Um Kunden wie Saif al-Husseini zufriedenzustellen, muss der Produktionsmanager sich wirklich gut auskennen. Er muss schließlich alle Fragen seiner Kunden beantworten können, zu jedem einzelnen Bauteil, sogar zur Qualität der Schweißnähte. Fast alle Teile des Bohrturmes werden in der Fabrik in Deutschland gefertigt. Thomas Kipka will sich nicht auf Zulieferer verlassen. Denn fällt eine Bohranlage aus, macht der Betreiber jeden Tag riesige Verluste. Weil eine ganze Bohranlage kann wegen eines fehlerhaften Bauteils, das nur so groß ist, nicht funktionieren. Und daher ist es unheimlich wichtig, dass auch wir solche Komponenten bauen, um halt sicherzustellen, dass auch Bohranlagen in diesen Bauteilen funktionieren. Ob das neue Top-Drive-System ein Verkaufsschlager wird wie sein Vorgängermodell, ist noch nicht sicher. Eine einfache Trockenübung in der Produktionshalle überzeugt die Profis von den Erdölfeldern noch lange nicht. Wir müssen erst mal sehen, wie das neue Top-Drive-System arbeitet. Wir wollen es in Aktion sehen. Bei uns, da kann es auch mal 55 Grad Celsius werden und noch heißer.
hotteres Place also. Thomas Kipka macht sich nächste Woche auf den Weg in den Oman, um den neuen Top Drive zu installieren. Dann muss die Maschine laufen.